Wenn du bedrängt wirst, wenn jemand dir zu nahe kommt, du hast das Gefühl, gleich könnte was passieren. Es ist sehr wichtig, die Arme nicht unten zu haben. Statt sie aber einfach nur oben zu haben, können wir die verdeckte Kampfhaltung einsetzen. Darum geht es heute. Fresh, Jochen von Krass Maga, schön, dass ihr mit dabei seid. Wer länger bei uns beim Kanal folgt oder wer bei mir in die Kurse geht, im Personal Trainings nimmt oder in der Akademie ist, kennt das Thema schon längst. Die verdeckte Kampfhaltung ist eine wunderbare Art und Weise, im Rahmen einer gefährlichen Lage seine Position zu verbessern, ohne ein Risiko einzugehen, um bereit zu sein, sofort loszulegen. Was hat es mit der verdeckten Kampfhaltung nun genau auf sich? Wie funktioniert diese? Welche Varianten haben wir? Und welche Schläge feuern wir aus dieser Haltung ab? Darum geht es jetzt. Selbstverteidigung hat ja folgende Situation. Wir sind beispielsweise irgendwo auf der Straße, werden angesprochen, der Typ nähert sich und hat irgendwas mit uns vor. Oder aber ihr steht irgendwo an der Kasse, in der Bar, bei der Arbeit und der andere redet sich in Rage und ihm rutscht die Hand aus. Ja, solche Fälle, vor allen Dingen aber auch häusliche Gewalt, sind ein ganz anderes Muster als beim Kampfsport. Eine offene Kampfhaltung ist die klassische Boxhaltung. Da gibt es natürlich Unterschiede. Ne? Beim Wing Chun steht man dann unterschiedlich oder anders da. Je nach Kampfkunst, Kampfsport ist die Kampfhaltung immer in irgendeiner Form wahrscheinlich davon geprägt, dass wir in der Auslage stehen. Also der eine Fuß ist vorne, in dem Fall der linke, also bei mir die schwächere Seite. Um meinen Kopf zu schützen, habe ich meine Hände hier oben und dann beginne ich mit meiner Arbeit. Diese Haltung strahlt aus, dass wir kämpfen wollen. Wenn wir in einer der beschriebenen Notwehrlagen sind, ist die Situation ja nicht so gegeben. Ich kann also, wenn ich mich mit meinem Kollegen unterhalte und der Typ ist ein grobschlächtiger Wildi und irgendwann wird er ausfallend und es könnte sein, dass er mich gleich schlägt, bedeutet natürlich, wenn ich mich dann so hinstelle, dass ich hiermit sozusagen eine Zäsur im Gespräch verschaffe. Ich habe jetzt ein offenes Signal gegeben, okay, wir kämpfen jetzt. Gleichzeitig ist es so, wenn wir uns hier, und das wollen wir nicht, gleichzeitig ist es so, wenn wir hier diskutieren, ich habe meine Hände unten und plötzlich schlägt er zu, fällt es mir ganz schwer, mich zu schützen und es fällt mir auch ganz schwer, anzugreifen, einen Gegenangriff zu starten, weil ich einfach nicht ready bin. Also brauchen wir etwas, was euch in die Lage versetzt, angreifen zu können, euch verteidigen zu können, was aber gleichzeitig erst einmal äußerlich defensiv oder unauffällig wirkt, sodass ihr euer Gegenüber eventuell überraschen könnt mit eurer Kampffertigkeit. Wie sieht diese Selbstverteidigungshaltung aus und welche Schläge können wir daraus generieren? Das Wichtigste in der Selbstverteidigung ist, dass wir die Distanz managen. Wenn ich hier meinen aggressiven Kollegen Bob habe, ist es hilfreich, wenn ich allein schon einen Schritt weggehe. Das machen wir manchmal mit Anfängern oder beim Behördenausbilden. Legt meine Hand drauf und jetzt versucht mal ins Kinn zu berühren. Er versucht mit Händen unten dagegen zu kommen, fällt ihm schwer. Jetzt gehe ich nur einen Tip-Top-Schritt nach hinten, versuche das Gleiche und ihm fällt es viel leichter, die Hand dagegen zu bringen. Wenn ich wieder hier nahe bin, aber er hat die Hände oben, wird es mir wahrscheinlich gar nicht gelingen, sein Kinn zu berühren, was ganz deutlich macht, dass etwas Distanz und sei es auch nur so viel, total der Gamechanger ist und parallel ist es wichtig, die Hände oben zu haben. Jeder, der Selbstverteidigung genug in der Form mal gemacht hat, sollte das wissen und bereits erlebt haben. Wenn ich also mit unserem Freund hier spreche und ich habe meine Hände oben, denn ich möchte für den Fall, dass er plötzlich loslegt, bereit sein, so kann er mich nicht packen, ich mache die Mitte zu, sodass er mich nicht würgen kann. Ich kann ja immer noch Italienisch reden. Ich bin hier unauffällig, ich habe meine Hände hier und selbst wenn ich jetzt davon spreche, gar nicht so eine spezielle Kampftechnik gleich daraus generieren zu können, hier bin ich ready. Ich stehe jetzt schon bereits in der Auslage, aber selbst auf diese Art und Weise fühle ich mich sicherer und kann im Zweifelsfall was abfeuern oder mich schützen. Das sollte immer das Zentrum der Überlegung sein. Und ich gehe nicht rein, ich spreche nicht das Signal, ich bin jetzt bereit, ach ja wirklich, ich finde aber blöd, was du gemacht hast. Das ist einfach Unsinn. Wir können ja nicht offen kommunizieren, dass wir jetzt kämpfen werden. Das heißt, worauf ich achten sollte, der Deeskalation, ist, dass ich nicht lange in Gegenwart dieses Menschen bin und schon gar nicht nah dran. Wir haben hier eine Distanz. Diese Distanz gebe ich ihm die Hand, lege ihm die Hand auf die Schulter, das mache ich mit sehr vertraulichen Leuten. Ja, so nah bin ich nur mit jemandem, den ich gleich knutschen möchte. Wenn ich nur ein Stückchen weggehe, fühlt sich das gleich wieder ganz anders an und so ist die normale Distanz. Wenn wir jetzt ein Gespräch und ein Argument haben, eine Diskussion haben und er beginnt wütend auf mich zu werden, gibt es keinen Grund näher zu kommen als der, dass er möglicherweise auch grundsätzlich bereit ist, handgreiflich zu werden. Das muss nicht so sein, aber dann sollte ein einfaches und klares Stopp dazu führen, dass er nicht mehr näher kommt. Wenn dieser Typ näher kommt, das kann er jetzt nicht, aber ich mache das mal für ihn, ne? Ich stehe hier, ich will das nicht und er kommt näher und dann sage ich Stopp,
Weißt du was? Jetzt müssen wir ganz kurz mal eine Pause einlegen. Ich verstehe, dass du wütend bist und so weiter und so fort. Wir deeskalieren. Ich habe es vorher nicht geschafft, mit einem Bailout oder mit einer geschickten Flucht rauszukommen aus der Lage. Jetzt habe ich hier die Situation, wenn er jetzt nochmal näher kommt, kommt er nicht zum Kuscheln. Das wäre jetzt irgendwie echt abwegig, wenn ich sage, stopp, ich habe Angst, wenn du das machst, bleib cool, ich verstehe dich, ja. Jetzt reden wir erstmal ganz entspannt weiter, wir finden garantiert eine Lösung. Ich verstehe auch, dass du wütend bist. Das sind so Signale, ich verstehe ihn, ich helfe ihm, das ist schon ganz cool zum Thema Deeskalation. Aber das Wichtigste ist, dass wir A, nicht in dieser Schlagdistanz lange verweilen. Das können wir auch machen, indem wir auch ein bisschen unauffällig uns bewegen, auch zur Seite, aber leichter der Tendenz zurückgehen. Ihr habt ja gesehen, schon dieser Abstand hier ist voll der Gamechanger. Das heißt, ich bin hier, vielleicht kann ich auch meinen Kopf ein bisschen wegbringen. Er müsste ja jetzt noch näher kommen, um zuzuschlagen, wenn ich meinen Kopf ein bisschen weg habe. Meine Hände sind oben, für den Fall, dass jetzt ein rudernder Schlag kommt, kann ich eure Wahnsinnstechnik, die ihr immer drauf habt, oder einen ganz einfachen Helm oder ein Cover oder irgendwas machen, eine Doppeldeckung machen, meine Hände. Ich kann parieren oder irgendwas tun, das kann ich alles nicht, wenn das hier passiert. Egal, wie cool meine Hände jetzt sind oder eure Technik. Nah dran zu sein, sollte ich nur im äußersten Notfall und nur möglichst kurz. Das heißt, ich versuche diesen Menschen irgendwie zu überzeugen, dass alles cool ist und ich nutze jeden Tag Gelegenheit zu gehen. Und weißt du was, ich gehe jetzt einfach und dann... Und das ist wichtig, geht ihr. Wir haben in Rollenspielen immer wieder die Situation, dass Leute verharren und sagen, ich gehe und dann gehen sie nicht, warum auch immer. Ich glaube, sie wollen eine Erlaubnis des Gegenüber. Dass der sagt, ja, weißt du was, dann verpiss ich doch und dann gehen sie. Wenn der jetzt aber weiter noch argumentiert, wir sind es gewohnt, die Argumente weiter auf uns wirken zu lassen, darauf einzugehen und uns denen zu stellen. Das heißt, die Leute verschwinden nicht einfach. Und Distanz ist einfach noch wichtiger als die Kampfhaltung. Aber reden wir über die Kampfhaltung, denn das war das Thema. Das Einfachste, was ich haben kann, ist schlichtweg eine Auslage oder nicht und beide Hände oben. Achtung, ich habe sie nicht offen, dann kommt das Ding in der Mitte, ich mache sie in der Mitte zu. Das Einfachste, was ich jetzt machen kann, ist einfach die Hand auszustrecken. Das ist vor allen Dingen deswegen charmant, weil der gerade Weg ein sehr direkter und ein damit sehr unauffälliger Weg ist. Also ein Stock, den ich pieke, den sieht er viel später, als wenn ich so schlage. Ist klar, ne? Wenn ich plötzlich loslege und ins Gesicht biege, habe ich einen ziemlich großen Effekt. Also sind die Hände offen, ganz locker. Manchmal höre ich, okay, bei diesen Krakenfingern, dann greife ich zu. Wenn er meine Hände greift, er wird wohl nicht beide gleichzeitig greifen, denke ich, aber wenn er jetzt die Hände greift, selbst wenn er einen Finger kriegt, habe ich erstmal nichts verloren. Ich habe mal gehört, okay, dann kontrolliert er dich am Finger. Ich denke, das ist nicht so das Thema. Ja? Wenn er jetzt wirklich handgreiflich wird, wenn er die Hände wegschlägt, verpackt, ist es eine Zäsur. Ich quatsche nicht weiter mit ihm, während er mich festhält. Ja, ich verstehe das, mache ich nicht. Ja? Sobald er mich packt, geht's los. So, und dann muss ich arbeiten. Und wenn er mich hier hat und sein Angriff ist, meine Hände zu packen, dann habe ich doch Geburtstag, ist doch kein Problem. So, schlimmer ist, wenn er mir in die Eier tritt oder wenn er mir in die Fresse haut. Am besten 5-mal. Aber wenn ich meine Hände hier habe und jetzt fängt er an zu schlagen, kann ich mich schon mal schützen. Das heißt, das Einfachste, was wir machen können, egal welche Auslage nun, eine Hand ist offen. Und das heißt, ihr könnt immer hier arbeiten. Und was wir natürlich machen können, von hier habt ihr mehr Wucht. Ihr verstehe, bam, und dann gehe ich rein. Und dann schlage ich ordentlich hier mit dem Palm. Denkt immer daran, der Schlag kommt, also der Unterarm beschleunigt sozusagen die Faust. Und dann, boom, haut ihr richtig rein, das Ding. Offene Hand oder eine Faust. Geht beides, je nachdem, wie schnell ihr es hinbekommt. Was beliebt ist, ist der Schlag zum Hals. Das mache ich mit einer schönen Vorwärtsbewegung. Auch hier ist meine Hand offen und in der Auslage. Wichtig ist immer der Mittelpunkt. Die Mitte ist dicht. Ne? Wurm. Das geht dann relativ schnell. Was ganz schön ist, ist der Denker. Wenn ich nicht so ganz irgendwie, kann ich auch nicht so weit abhalten, habe ich meine Hände hier. Wichtig ist, wir verknoten die Arme nicht, sondern wir lassen sie offen. Das hier sieht relativ unauffällig aus. Und was ich hier immer machen kann, ist immer meinen Kopf zu schützen. Das finde ich ganz geil, den Denker. Vor allen Dingen, wenn ihr einen Bart habt, könnt ihr den rumfuddeln. Und hier lässt sich immer noch abfeuern, was ihr machen wollt. Ihr könnt auch mit der Hand schlagen, ihr könnt auch diesen Frank Mastro-Move machen, wo ihr den Typen dreht. Immer rum. Das geht jetzt mit Freund Bob nicht so gut. Verknotet die Hände nicht. Lasst sie offen. Von hier lässt sich immer noch einen Helm machen, lässt sich immer noch die Hände hochziehen, lässt sich einen Speer machen, lässt sich einen Schlag generieren. Das ist immer noch cooler, als meine Hände unten zu haben. Also wenn ich das hier habe, Achtung, Sammy Molcho, ist das hier schon eine ziemlich offensive Körpersprache. Und Körpersprache ist wichtig bei Deeskalation, weil 80% der Kommunikation verläuft eben über Körpersprache. Ich habe meine Hände hier und jetzt kann ich immer noch von hier auch abfeuern. Hier kann ich machen und hier kann ich meinen Helm machen. Das heißt, meine Hände zusammen zu haben, ist mir lieber, als wenn ich sage, ja, du hast gewonnen, weil das hier schützt mich vor nichts. Außer vor dem
super krassen Kneipenschläger, dann muss ich meine Arme einfach blocken. Aber so einfach wollen wir es unserem Freund jetzt nicht machen. Also meine Hände sind zusammen oder hier. Ich benutze meine Hände beim Reden. In der Akademie habe ich zum Beispiel die Hausaufgabe gegeben, unterhaltet euch mit einem Kollegen und sorgt dafür, dass ihr die ganze Zeit irgendwie in der verdeckten Kampfhaltung seid. Und wenn im Fall, dass der Kollege irgendwann mal sagt, so, was machst du denn eigentlich mit deinen Händen die ganze Zeit, habt ihr verkackt im Hinblick auf die Unauffälligkeit. Ja, ist ein schönes Training. Könnt ihr mal versuchen. Ja, verstehe ich, oh, hast du recht. Der Typ ist ja auch noch wütend, ich will ihn beruhigen. Also mache ich solche Gesten ganz easy. Das sieht auch defensiver aus. Und wie gesagt, ihr tut euch ja keinen Abbruch. Ihr könnt immer noch schnell reagieren, den Kopf schützen oder eben austeilen. Und dann schlage ich zum Kopf. Das ist ebenfalls das, was ich mache. Übrigens, wenn er so dicht ist, kann ich hier unten reinlangen. Das ist schon relativ harmlos. Wenn ich da unten einmal kurz einen harten Schlag lande und mich absetze anschließend, habe ich auch nichts verbrochen. Das ist vielleicht sogar hilfreicher, als wenn ich ihn gleich auf den Hals haue. Das sollte nicht das einzige Tool sein, was ihr drauf habt. Der Denker, die Hände in der Mitte, italienisch reden und den hier. Wenn ich meine Backpfeife ansetzen möchte, mache ich Folgendes. Ich stelle mich nicht hin und sage, ja, okay, hast recht. Und dann schlage ich zu. Ihr wisst, dass ich den Erstschlag favorisiere, weil der, der zuerst zuschlägt, hat auf der Straße meistens auch gewonnen. Achtung, ich muss dann weitermachen, ich muss den wuchtig haben, ich muss schnell und plötzlich sein. Und es muss auch klar sein, dass ich nicht mit einer anderen Möglichkeit rauskomme aus der Lage. Also das muss das letzte Mittel sein. Aber was ich tue, ist, ich habe meine Hände zusammen, ich bin defensiv. Und dann, wenn ich jetzt wirklich sage, jetzt gebe ich ihm diese mordsmäßige Backpfeife, mache ich, okay, was soll ich tun? Und das hier ist sozusagen das Ausholen. Ja, da sage ich, okay Bob, was soll ich tun? Und jetzt, sobald er den Mund aufmacht, auch wenn er nur Luft holt, um zu sprechen, denn wer spricht, kann nicht kämpfen, ziehe ich mein Ding durch. Also Bob, okay, du hast recht, ich verstehe, was soll ich tun? Und dann hast du ihn. Und das ist gar nicht so dramatisch, das muss keine Wahnsinnstechnik sein. Wichtig ist nur, wenn ich jetzt hier von denen hier aushole, das sieht er. Und wenn ich so ein Ding lande und er macht das einigermaßen geschickt, kommt er mit Geraden durch. Aber von hier, so was soll ich machen? Das geht eigentlich relativ gut und damit habt ihr relativ viel Wucht. Wenn ihr also von hier aus trainiert zuzuschlagen, meine Hand ist oben, die Pratze des anderen ist hier, sodass ich hier gegenhauen kann und dann macht ihr Folgendes, dann jagt ihr einfach durch. Ja, es ist wieder hier diese Hüftdrehung, der hintere Fuß stemmt sich rein und mit der Hand jage ich durchs Ziel durch. Und da können wir, ja, was soll ich machen? Ich verstehe, ja, boom. Das heißt, ich hole nicht so aus und schlage, sondern ich sage, was soll ich machen? Und dann habe ich ausgeholt. Ne? Und hier bin ich immer noch mit meinen Händen oben und kann arbeiten. Welche Formen der verdeckten Kampfhaltung ihr exakt macht, ist nicht so wichtig wie das Timing, wie das Management der Situation und vor allen Dingen das Management der Distanz. Wenn ich hier bin, ist mir schon wieder scheißegal, was für eine Technik ihr verwendet. Wenn ich hier bin, ist es so dangerous, da könnt ihr auch mit eurer Zaubertechnik nichts machen. Ja? Wichtig ist wirklich, versucht genügend Abstand zu machen. Wenn ihr näher kommt, ich schubse ihn nicht, sondern ich drücke mich weg und sage Stopp. Hab jetzt verstanden, aber kuscheln müssen wir auch nicht, wir lösen das Problem, lass uns wie Männer drüber reden. So, ihr könnt ja euren Weg finden, wie ihr mit den Typen redet und das ist sicherlich auch von Typ zu Typ unterschiedlich, was sich am Ende durchsetzen wird an Deeskalationstechnik. Ne? Wenn ich so einen oben da unten habe, dann sage ich, ja Mann, ey, du bist ein stabiler Typ. Ja? Und wenn ich hier irgendwie einen aufgebrachten Typen habe, der sagt, ich würde seine Frau anbaggern, dann würde ich sagen, ja, das war ich nicht und das verstehe ich total, dann wäre ich auch sauer, aber ich habe es nur nicht gemacht, ich kann es nicht erinnern. Ja? Also, das heißt, geht auf den Typen so ein, wie es für euch passt und je nachdem, was das für ein Typ ist. Und versucht mal die verschiedenen Kampfhaltungen und versucht vor allen Dingen aus denen relativ unauffällig mal Schläge abzufeuern. Das könnt ihr mit Bob machen, könnt ihr mit einem Kollegen mit dem Helm machen oder mit Pratzen. Oder im Zweifelsfalle alleine die Taxi-Driver-Übung. Ihr steht vor dem Spiegel. Redest du mit mir? Du musst mit mir reden. Ich bin der Einzige hier im Raum. Was sind die Techniken, die ihr verwendet? Was sind die Haltungen, die ihr empfehlen würdet bei dem ganzen Thema verdeckte Kampfhaltung? Ich bin sehr interessiert. Schreibt es mir drunter. Kommt in meine Akademie rein, da trainieren wir gemeinsam. Da habt ihr zweimal im Monat coole Seminare für im Augenblick 24,90 ist hinterhergeschmissen. Ansonsten schreibt mir, was ihr denkt. Nächste Woche geht es wieder weiter. Bis dahin, bleibt fresh, bleibt entspannt und macht Krav Maga.